Dieser Podcast wird präsentiert von The Good Stuff. Tut Hunden Gutes. Und mir persönlich ist ein verzogener Hund lieber als ein völlig nicht erzogener Hund. Mein Hund kriegt tatsächlich ab und zu vom Tisch und bettelt nichts. Das Geben vom Tisch, das ist in Wahrheit nur für uns. Wenn das die Leute sehen, die sagen natürlich, also die Aliens sehen, sagen alles klar, wenn wir mit wem diskutieren müssen, dann sind es die auf die vier Pfoten mit dem Fell. Sitz, Platz, hier, Fuß, Lauf. Der etwas andere Hunde-Podcast. Sitz. Jetzt wollte ich mich fast hinsetzen. Hallo Flo. Wie hi. Hallo Trudi. Gute. Ja, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Sitzplatz hier, Fuß, Lauf, dem etwas anderen Hunde-Podcast. Mit dir, Flo ja. Günther, auch genannt der Hunde-Flo, und deiner Hündin Trudi. Hallo ihr beiden. Hi. Und mir, mein Name ist Mesita Tschinger und ich darf diesen Podcast mit dir gemeinsam machen. Es ist unsere 6. Folge und es ist eine besondere Folge, weil wir sind nicht im Prater. Genau, wir sind eben im Alltag, aber diesmal sind wir richtig im Alltag, richtig nämlich in der Stadt. Ja. Genau, in der Wiener Innenstadt. Das ist tatsächlich eine andere Situation als im Prater. Vielleicht mehr für uns und weniger für die Trudi, aber wir werden heute schauen, wie auch so eine Alltagssituation bewerkstelligt wird. Und deswegen gehen wir jetzt mal als allererstes in ein Kaffeehaus, was man in Wien so macht, ins Café Korb. Ein Kaffeehaus, das ich sehr gern mag und da sind Hunde sehr willkommen und deswegen habe ich mir gedacht, würde man jetzt mal einen Kaffee trinken. Super, trink mal einen Kaffee. Trink mal einen Kaffee. Aber da, normalerweise gibst du der Trudi dann das Kommando Lauf. Ja, das wäre jetzt ein bisschen schlecht, jetzt sagen wir einfach Fuß. Fuß, perfekt, dann gehen wir mal rein. Hallo. Hallo. Geht sich das aus? Ja, kommt sie da durch? Komm her. Komm, geh auf den Platz. So, na bitte. Trudi hat einen Platz gefunden, du hast einen Platz gefunden. Alles ist gut. Alles ist perfekt. Sehr gut. So, jetzt sind wir im Kaffeehaus angekommen. Flo, unsere heutige Folge wird sich um den, sag jetzt mal, verzogenen Hund drehen. Ja. Und da ist gleich meine erste Frage. Hat die Trudi heute schon ein Leckerli bekommen? Nein, Leckerli nicht, aber Futter hat es gekriegt. Aber Leckerli noch ganz. Gut, aber ich glaube, das Grundnahrungsmittel ist wahrscheinlich das ist das Grundnahrungsmittel, genau, ja. Nein, aber beim verzogenen Hund ist ja die erste Frage vielleicht, was bedeutet das denn eigentlich? Wann ist ein Hund verzogen? Also es ist verzogen und verzogen sind natürlich zwei Paar Schuhe, weil viele Leute sagen, der ist verzogen, wenn er verwöhnt ist oder wenn er einfach so verzogen, also eher in das Verwöhnte, Vermenschlichte rein, das ist das Verzogene. Aber eigentlich verzogen ist eigentlich nur falsch erzogen. Und mir persönlich ist ein verzogener Hund lieber als ein völlig nicht erzogener Hund. Weil der verzogene Hund, der weiß genau, was du willst. Wenn du Sitz sagst, der weiß das genau, aber der macht es halt nicht. So, und es ist leichter, dem Hund zu zeigen, wenn ich sage, er muss jetzt Dinge tun, als ich bringe es ihm neu bei, wobei das auch kein Problem ist. Aber das ist eher so dieses Verzogen. Aber im Volksmund spricht man eher von dem, so wie jetzt im Café, der sitzt hier oben auf der Bank und kriegt dann von mir aus ein Stickerl Kuchen oder was weiß ich. Das ist dann eher das Verzogene. Aber du meinst, wenn man einem Hund jahrelang antrainiert, im Café also auf der Bank sitzen zu dürfen und ein Stickerl vom Kuchen oder was auch immer zu bekommen, kann man das dem noch abgewöhnen? Ja, ich habe einmal tatsächlich einen Hund bewusst falsch erzogen, bei mir war. Also habe ich bewusst falsch erzogen, weil ich wissen wollte, wie lange es dauert, bis ich ihn wieder auf Spur habe. Mhm. Und es hat dauert 4 Wochen. Nein. 4 Wochen. Aber wie lange hast du ihn falsch antrainiert? Also ich sage das ehrlich, ich habe das nervlich nicht länger ausgehalten als 6 Monate. Weil dann bin ich durchgetragen, weil dann zieht die an der Leine und alles. Also so, wie es bei vielen Hundebesitzer Standard ist. Ich sage immer, wenn das der Standard war, wie man einen Hund hätte, dann hätte ich einen Goldfisch. Mhm. Weil das gangert nicht. Gell? Ja. Aber es dauert echt nicht lang. Du kannst jeden Hund neu konditionieren, weil der Hund einfach nicht wie ein Mensch denkt. Ja. Der Hund, du kannst mit jedem Hund heute neu starten. Das ist sehr praktisch. Viele sagen, ja, kann ich das noch umreißen oder kann ich das noch irgendwie hinkriegen, dass der noch wird? Ohne Probleme. Du kannst einfach heute starten. Je älter der Hund wird und je länger das Verhalten natürlich in dem Hund drinnen ist, umso schwieriger wird es. Aber
es ist wie mit Menschen, die ein bisschen älter sind, die dann sagen, jetzt will ich Italienisch lernen. Mhm. Das da lernen die auch. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es geht trotzdem. Mhm. Macht Sinn. Gibt auch, glaube ich, vielen Hörerinnen und Hörern jetzt Hoffnung. Hoffentlich, ja. Weil vielleicht bereut man es irgendwann, oder? Weil man muss ja schon sagen, da kommt ein Hund in die Familie, ist einfach unfassbar süß, der Welpe sowieso. Mhm. Dann gibt es die obligatorischen Hundeaugen, denen man alles verzeiht und denen man keinen Gefallen sozusagen abschlagen kann. Mhm. Das heißt, es gibt wahrscheinlich die Gefahr, ist recht groß, dass man den Hund unabsichtlich total verzieht. Ja. Und hallo. Ja, ich nehme eine Melange bitte und ein kleines Soda-Himbeer. Ein Espresso und ein Glas Wasser. Danke. Ich sag, eine Melange in Wien, gibt es nur in Wien, glaube ich. Melange? Ich glaube, wenn Sie in Salzburg eine Melange bestellst, bringen Sie einen Cappuccino. Wirklich? Ja. Was ist der Unterschied? Ich glaube, tatsächlich ist der Unterschied zwischen der Milchmenge. Ah ja, okay. Cappuccino, glaube ich, ist mehr Milch, Melange ist weniger Milch. Okay. Aber erschlag mich nicht. Ich glaube, bei der Melange ist nur ein kleiner Hauch Milchschaum und beim Cappuccino mehr. Alles klar. Und da kommt dann noch der Schokoladepulver oder so auf dem Cappuccino. Was werden jetzt der Espresso im Wiener Café aus? Espresso ganz normal? Nein, das ist ein Mokka. Ein Mokka, alles klar. Okay. Naja, so, jetzt zurück zum Thema. Das heißt, es gibt den Menschen Hoffnung, wenn du sagst, dass man den Hund, auch wenn man ihn verzogen hat über viele Jahre, aber mit Training und Geduld kriegt man den Hund sozusagen wieder. Genau, Geduld, Training und auch die Konsequenz natürlich. Mhm. Wie wir schon mal gesagt haben, Konsequenz ist ja nicht streng, sondern auf eine Handlung gleich zu reagieren. Wenn du ins Kaffeehaus gehst, dein Hund ist gewohnt, dass er auf der Bank sitzt und ein Stückchen Kuchen kriegt und der hupft drauf, bellt und dann gibst du ihm jedes Mal ein Stückchen Kuchen, bist du konsequent, aber das ist sicher nicht das, was man haben will. Ja, das leuchtet ein. Aber glaubst du, dass es Menschen gibt, die sich denken, wenn mein Hund nicht oben sitzen darf und kein Stückchen Kuchen kriegt, dann geht es dem Hund nicht gut? Ja, natürlich gibt es. Ja, selbstverständlich. Die Frage ist immer, will man das? Es ist ja eher, dem Hund ist das ja völlig wurscht. Okay. So wie man jetzt bei der Trude sagt, die liegt jetzt so unten auf dem wahnsinnig blanken Boden, ohne Deckerl, also ein Harambo-Hund so quasi. Und das ist halt eine Gewöhnung. Wenn ich jetzt anfange und den Hund immer auf ein Deckerl lege oder immer aufversetze, dann ist der Hund das natürlich auch gewohnt und dann die oft so blöd, weil dann geht der rein, dann dreht sich der fünfmal im Kreis, so, ich weiß nicht, wie mich hin links soll, ich weiß. So, das ist eine reine Erziehungssache. Und selbstverständlich ist der Hundebesitzer der dann sagt, ja, mein Hund geht's dann besser. Weil der Hund einfach so viel Spielraum lässt zum Hineininterpretieren. Der redet nicht zurück, der sagt nichts, der macht's nur über die Körpersprache. So, das heißt, danke für meins. Der schaut halt lieb. Ja. Und lasst irrsinnig viel Freiraum zum rein interpretieren. Das ist einem Hund sein Glück und sein Fluch. Also Segen und Fluch für den Hund. Ja. Lieber Flo, etwas, was bei der Hundehaltung eine wichtige Rolle spielt, ist ja das Futter. Und ich freue mich besonders, dass wir für unseren Podcast mit The Good Stuff einen Partner gefunden haben, der ein Hundefutter herstellt, in dem ganz viele Sachen nicht drinnen sind. Und das wäre? Zum Beispiel künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe und Getreide. Aber warum brauchen Hunde eigentlich kein Getreide? Ja, Hunde brauchen prinzipiell kein Getreide und keine Kohlenhydrate, sondern eher Eiweiß und also Pflanzenstoffe, Mineralstoffe, solche Sachen. Kohlenhydrate sind nicht schlecht, aber die Hunde werden immer empfindlicher, was Getreide betrifft in der heutigen Zeit. Okay, Flo, das habe ich so nicht gewusst. Das ist auf jeden Fall eine spannende Info. Apropos spannend, im Trockenfutter von The Good Stuff findet man frisches Fleisch, Amaranth, Obst, Gemüse und Kräuter. Und die werden in einem speziellen Verfahren besonders schonend verarbeitet. So garantiert man nämlich, dass die Vitamine und Nährstoffe bestmöglich drinnen bleiben. Wer dazu mehr Infos haben möchte, schaut einmal auf the-goodstuff.com. Und den Link haben wir auch in die Folgenbeschreibung gepackt. Es ist sehr wichtig, den Hund einfach ordentlich zu füttern, weil du Krankheiten vorbeugst und der Hund sich ja generell einfach wohler fühlt. Also darf man das nicht unterschätzen. Du schreibst ja in deinem Buch, in einem deiner Kapitel, geht es um das Thema König, Mensch, Kaiser, Hund. Ja. Zahlt ja schon sehr der Titel auf das Thema ein. Mhm. Und da schreibst du ja auch unter anderem, wenn jetzt beispielsweise der kleine Hund sein großes Geschäft auf der Couch verrichtet, dann sucht das Frauchen oder das Herrchen ja eher nach Gründen,
warum der Hund das jetzt gemacht hat und ob es dem Hund vielleicht irgendwie nicht gut geht oder so, anstatt einfach darüber nachzudenken, warum man es nicht machen sollte. Also das ist ein gutes Beispiel wahrscheinlich für dieses ist Thema. Ist ein gutes Beispiel. Ist oft so, dass die Leute halt den Fehler dann oft bei sich suchen. Also ich höre es ganz oft, wenn der Hund irgendwas macht, wirklich, wo du aufs Hirn greifst, wo du sagst, bist du irre, was ist denn jetzt passiert? Und dann suchen die den Fehler bei sich, dass sie sagen, ja, ich weiß schon, ich bin schuld. Es ist nicht immer das andere Ende der Leine schuld. Es gibt auch Hunde, die eine gewisse Genetik haben. Und es gibt schon so diesen, der du das schreibst nicht, jeder Hund ist sympathisch. Ja, nein, ja. Das auf gar keinen Fall. Also, und es gibt schon den Hund, der dann, wo du sagst, okay, der ist einfach vor der Genetik her, einer, der dich immer wieder fordert und immer wieder nachfragt und immer wieder, wo die Besitzer sehr konsequent sind, viele Dinge richtig machen, aber trotzdem die einfach vor seinem Charakter halt so ist. Das ist oft ein Thema. Aber, ja, aber auch den kann man... Kannst du auch erzählen, ist aber wesentlich mehr Arbeit natürlich. Mhm. Klar. Und meine Meinung ist ja wirklich, dass 70% der Menschen den falschen Hund an der Leine haben. Da können wir verweisen an dieser Stelle auf eine Folge, die wir bereits gemacht haben. Welcher Hund passt zu mir? Oder genau, kann ich jeden Hund glücklich machen? Genau, war ja auch die Frage, wo du ja auch eindeutig dafür plädierst, dass man gerade zum Beispiel so Arbeitshunde nicht nimmt, wenn man nicht mit denen arbeitet. Genau, und auch ein bisschen darüber nachdenkt, ob man von Hundeerziehung schon ein bisschen Erfahrungen gemacht hat oder nicht. Je nachdem sollte man sich den passenden Hund auch holen. Ja. Ja. Aber jetzt weiß ich ja von dir, weil du es mir vielleicht schon einmal erzählt hast, zwar noch nicht hier in einer dieser Sendungen, aber in einem unserer Vorgespräche, dass es dir schon auch mal passiert, dass die Trudi mal was vom Tisch bekommt zum Beispiel, oder? Mir passiert das, es ist bewusst. Es fällt mir nichts runter. Wenn es mir runterfällt, darfst du es nicht nehmen. Also das ist der Unterschied, weil es ist ja ein Platzkommando. Wenn man jetzt penibel ist und man sagt, was ist Platz anatomisch, das ist Ellbogen am Boden und Hintern auf dem Boden. Und wenn jetzt das Schnitzel von mir aus, vom Nachbartisch, einen Meter vor dem Hund runterfällt und er würde aufstehen und würde das fressen, wäre er ungehorsam, weil er nicht mehr im Platz ist. Also das ist der Unterschied. Aber mein Hund kriegt tatsächlich ab und zu vom Tisch und bettelt nicht. Und zwar, es ist ganz einfach, wenn man das möchte, dann muss man den Zeitpunkt abwarten, bis der Hund nicht herschaut und sich einfach entspannt und liegt. Und dann, so wie es jetzt liegt zum Beispiel, liegt dann würde ich jetzt hergehen und würde einfach vorne Futter geben. Und wenn die fordert, gib ihr nichts oder korrigiere dich sogar mit dem Fingerstups oder so, dass das lassen soll, dann kriegst du einen Hund, der beim Tisch ziemlich entspannt ist, dem du trotzdem mal was geben kannst von oben, aber nicht bettelt. Das Geben vom Tisch, das ist in Wahrheit nur für uns. Es gibt doch wenig befriedigende Gefühle, als einen Hund zu füttern. Wenn du jetzt eine Oma oder die Omas sind die Besten, die Omas, die dann dem Hund sagen, wo es schon die Oma regulieren muss, da sagst du, gib ihm nicht so viel, weil jetzt wird der Hund eh schon so dick. Und dann sagt, ich habe ihm nur zwei Keksel gegeben. Die sind aber Keksel, die so groß sind wie ein DIN-A5-Blattl. Und weißt du, ich verstehe aber Omas neigen auch dazu. Ach, ganz extrem. Uns Enkel ja, auch, gut zu auch füttern, das, also nicht nur das. Den Hund. Ja. Aber darum, man macht es halt für sich selber, wie so viele Dinge. Wenn man das jetzt reduziert, was braucht der Hund in der Haltung? Das ist sehr, sehr wenig. Auch da muss ich heute schon wieder eine Stelle deines Buches zitieren, die, finde ich, jetzt wo du das gerade erwähnt hast, ein sehr gutes Bild irgendwie auf die ganze Geschichte wirft. Du hast einmal geschrieben, eben König Mensch, Kaiser Hund. Ja. Und sollten irgendwann einmal doch die Aliens unsere Erde sozusagen besuchen, würden sie dann oben berichten, du, da gibt es die Menschen und da gibt es die Hunde und die Hunde dürften die Götter der Menschen sein. Ja, logisch. Jetzt stell dir das vor, jetzt kommt ein neutrales Wesen vom Mars oder keine Ahnung und kommt daher und sägt uns mit die Hunde. So, ja. Jetzt sägst du so einen Durchschnittshund, der jetzt nicht super erzogen ist, wo es muss immer heißt, eigentlich ist er brav und ja, ist er eh lieb. Und der beste Spruch ist, zu Hause ist er total brav. So, jetzt lasst sich der vom Hund einmal durch die Stadt schleifen. Jetzt zieht er an der Leine, hinten töppelt der Mensch her, dann setzt er noch an der Laterne einen Haufen, dann geht der Mensch hin, was er richtig ist, räumt es dann weg. Dann am Abend füttert der den Hund, der Hund schnuppert in die Snapferleine und sagt, bist du irre? Das ist Trockenfutter, rennt's noch?
So, dann geht Mutti los, reibt den Parmesan drüber, geht immer noch nicht. Dann wird das Joghurt genommen, aber das Bio, nicht das vom Vati. Der Vati ist das Normale. So, der Hund kriegt das Bio und dann frisst es vielleicht. Wenn das die Leute sehen, die sagen natürlich, also die Aliens sehen, Alien sagen, alles klar, wenn wir mit wem diskutieren müssen, dann sind es die auf die vier Pfoten mit dem Fell. Ja, das sind die Chefs. Das sind die Chefs, Götter, ja. Genau. Ja, ja, ich meine, ich finde das immer sehr lustig, weil ich ja auch schon Hunde in meinem Leben hatte oder habe und sehr oft, wenn du solche Geschichten erzählst, mich ja selber darin erkenne und mir dann auch irgendwie so am liebsten die Hand auf die Stirn schlagen wollen würde, so nach dem Motto, erwischt. Mhm. Aber wir neigen halt dazu, also ich glaube gerade so eine Situation mit Fressen zum Beispiel, wie du das gerade ansprichst, dem Hund natürlich zu schauen, dass dem gut geht. Und eben so wie du sagst, wir haben eine nonverbale Kommunikation mit dem Hund. Der sagt nicht zu uns, das schmeckt mir nicht, ich habe Bauchweh, das vertrage ich nicht, von dem wird mir übel oder irgendwas. Aber wir interpretieren halt diese Prognosen sozusagen dann in das hinein, dass er nicht frisst. Jetzt gibt es ja so Situationen, die auch du schon mal beschrieben hast, dass man den Hund dann halt vielleicht einfach mal ganz wenig von etwas gibt und dann ist er, wie soll ich sagen, so hungrig, dass er dann alles frisst, was er bekommt? Nee, du musst dir vorstellen, dieses Fressthema, das ist ganz aktuell und das wird immer ärger. Also wie ich angefangen habe mit Hundetraining, was mittlerweile schon 20 Jahre gut her ist, da war das nicht so das Thema. Da hat es geheißen, ja, der frisst gut und der eine frisst halt richtig gierig. Heute müssen die Leute froh sein, wenn der seine tägliche Portion frisst. Das fängt an bei der Häufigkeit. Die meisten füttern den Hund zweimal und sehr regelmäßig, was absolut unnatürlich ist, einen Hund regelmäßig zu füttern, weil kein Raubtier der Erde frisst regelmäßig in Menge und Zeit. Und dann geht's los. Normales Trockenfutter ist ja teilweise schon verpönt, was du dann hast, nein, das kannst du nicht füttern. In einem Trockenfutter ist meiner Meinung nach alles drinnen, was der Hund braucht. Und ich weiß, jetzt werden die Stimmen wieder laut, aber weißt du, das ist mir relativ wurscht. Ich fütter seit 20 Jahren meine Hunde mit Trockenfutter. Mal kriegen die ein bisschen mehr Fleisch, mal haue ich mal irgendwas dazu. Der Hund ist in Wahrheit, den gibt es seit 15.000 Jahren. Und der Hund ist in Wahrheit ein Abfallfresser. So, also der verträgt relativ viel. Mittlerweile mit der Zucht und alles wird es immer selektiver. Und Jetzt hast du die Situation, jetzt ist dein Hund einfach überfüttert. Jetzt gehst du her, sagst, der hat einen Becher Trockenfutter oder Fleisch oder was auch immer, ist einfach satt. So, jetzt kriegt er am Abend wieder, jetzt tust du das Futter rein, jetzt ist er wieder satt. Er ist eigentlich satt und frisst nicht. Oder ist so, dass er sagt, naja, das mag ich jetzt nicht. Man kennt das als Mensch, du bist nicht übermäßig satt, aber du hast jetzt nicht den Riesenhunger. Dann isst du aus Appetit und nicht aus Hunger. Dann fangen die Leute an, dass sie irgendwas Besonderes drüber tun. Dann gehen sie her, ein Streichwurst reinmischen, einen Käse drüber reiben, ein Joghurt, was auch immer. Nein, dann frisst das halt. Und man ist dann froh, dass er frisst. Und so entwickelt sich das dann, dass die Hunde immer schlechter und schlechter fressen. Wir glauben, da kommt wieder der Mensch rein, wir sagen, jetzt tun wir ihm was Gutes, damit er es lieber frisst. Das ist die falsche Herangehensweise. Mach's umgekehrt, schaff einen Mangel. Geh her und sag, so, jetzt frisst er seine Portion nicht. Und ich bin kein Freund davon, dass ich das Futter stehen lasse, sondern einfach, dass ich das anbiete, er frisst oder nicht. Da gibt es auch keine Zeit, wo ich sage, jetzt warte 10 Minuten. Bei mir ist, wenn der Hund zum Fressen anfängt, lass ihm das, bis er fertig ist. Wenn der vom Futternapf weggeht, nimm ihm das Futter. Fertig. So, dann frisst er das oder er frisst schlecht, dann geh her, lass ihn mal einen Tag hungern. So, oder zwei Tage. So ein Hund wird nicht einmal nervös, wenn der drei Tage nicht frisst. Das ist anatomisch überhaupt kein Problem. Und dann egal in welcher Größe. Ist völlig wurscht. Okay. Völlig wurscht. Und dann geh her und gib ihm mal nur eine Handvoll Futter. Eine Handvoll, damit er lernt zum Auffressen. Das sind so die Dinge. Und fordert ihn unregelmäßig in der Zeit und in der Menge. Und mach aus dem Futter was, was eher was Besonderes ist, dann wird das Fressverhalten besser. Du tust dein Training leichter, weil du natürlich den Hund belohnen kannst. Und man weiß, eine Belohnung ist so viel wert, so viel wie Mangel herrscht. Wenn kein Mangel da ist,
ist es keine Belohnung mehr. Ja, das leuchtet total ein und es erinnert mich dann wieder auch so ein bisschen, wenn man jetzt wieder unsere allererste Folge hernimmt, der Hund ist kein Mensch, was wir auch immer wieder besprechen, eben, dass wir das Problem haben, dass der Hund nicht zurückreden kann, dass wir immer interpretieren, genau, ja. Gehen wir halt sehr oft davon aus, wie wir Menschen sozusagen drauf sind und interpretieren unser eigenes Essverhalten oder unsere eigenen Needs, sage ich mal, mit denen eines Hundes. Und dann sind wir wieder bei der Geschichte, die du auch immer sehr schön beschreibst, wie das Wesen Hund tickt, dass das Wesen Hund ein sehr einfaches, genau, einfach denkendes Wesen ist. Absolut, und in, ja, Wahrheit einfach nur angenehm und unangenehm kennt. So ist es. Ja. Natürlich kennt er Zuneigung und alles, ja, nur er lässt da sehr viel Platz für Interpretationen. Mhm. Und ich merke das einfach, mal kommt auch zu mir einmal so ein Pflegehund, wo ich dann sage, der ist jetzt bei mir mal für eine Woche so ein Hund oder so. Und egal, wie der Hund vorher gehalten wurde, ob der, das geht so weit, dass die Leute dann kochen für den Hund. Also der kriegt dann nur Kalbfleisch und gekochtes und wirklich. Ich tue mir das nicht an. Also ich mache. Aber es ist nicht schlecht, wenn es jemand macht. Naja, also die Frage ist natürlich, ob der normale Hundebesitzer fähig ist, dass er den Hund so ausgewogen ernährt, mit, wenn du jetzt sagst, du gibst ihm Kalbfleisch und Reis, wird's gehen, der eine Hund vertragt es, der andere nicht. Früher haben es meistens Kutteln, also Pansen gekriegt und Polenta. Die Hunde sind auch alt geworden und das hat gepasst. Je nachdem, wie es der Hund vertragt. Aber ich merke das dann, natürlich die ersten 2-3 Tage, die Umstellung, ist einmal, dass der Hund sagt, was ist denn jetzt los? Gell? Der schaut in den Napf rein und sagt, was ist denn das? Die Kerneln, die frisst er schon lange nicht mehr. So, dann muss er nicht auf dem Platz liegen bleiben. Bei mir müssen die zu Hause auch am Platz liegen bleiben. Mal. Dann kriegt er Struktur, dann ist Futter schon was Besonderes. Und auf einmal macht der Hund eine irrsinnige Bindung. Und du merkst dann, ich komme auf dem 2., 3. Tag, der begrüßt mich, als ob er mich ewig kennt. Ist besser in der Erziehung, funktioniert einfach generell besser und die Bindung ist ganz eine andere. Das geht so weit, wenn ich den Hund zurückgib zum Besitzer, dass ich den Hund ins Auto tun muss, weil er nicht weggeht mehr. Aber das liegt dann daran, dass du ihm, ich sage jetzt, vielleicht ist das auch eins von diesen Klischees, aber dass du dann für ihn der ernstzunehmendere... Natürlich, du führst... Rudelsführer bist. Genau, also ich bin immer kein Freund, du weißt das eh von Rudelführer und Ding, ja, weil die wissen ja, dass wir keine Hunde sind. Ja. Aber selbstverständlich wird dem Hund, abgesehen von... Das ist alles so ein Komplex aus kleinen Bausteinen. Abgesehen von dem, dass das Fressen mal eine Wertigkeit kriegt, dass der Hund ein bisschen aktiver wird, dass der Hund mal was machen muss für sein Futter, dass der Hund Strukturen hat und nicht lebt wie der Kaiser, der dann reingeht und sagt, hey, zack, wo ist mein Futter, da ist mein Platz und vielleicht knurre ich noch, wenn ich was nicht will, dass du mich streichelst und so. Der bestimmt ja alles. Der Hund will das ja gar nicht. Mhm. Und wenn der Führung und Strukturen hat, wird es viel besser. Dann ist der eben nicht verzogen, sondern ist der fein erzogen. Und der Hund ist ungefähr wie ein Angestellter, musst du dir vorstellen, oder wie ein Lehrling. Wie ein Lehrling. Wenn man sich das jetzt vorstellt, jetzt hast du einen Lehrling und jetzt verziehen wir den Lehrling. Und jetzt gehen wir her und sagen, na schau her, jetzt bist du heute eine halbe Stunde spät gekommen, das ist ja nicht so schlimm, das passt schon. So. Nächste Woche am Montag, weil er das Wochenende über Party gemacht hat, kommt er statt um 8 in der Früh um 10. Sagst auch wieder nichts, passt schon. So, dann geht's weiter, dann sagst du von mir aus den Kochlehrling und sagst, ja, heute machst du mal das Menü, gell? Und der kann noch gar nichts. Das geht sicher schief. Und der Lehrling ist aber auch nicht glücklich, weil er keine Struktur hat, er lernt nichts und ist völlig überfordert mit der Situation, dass du sagst, so, und jetzt führst du das Restaurant, weil du bist so ein netter Kerl. Ja. Genauso war es beim Hund. Wenn ich jetzt hergehe und das wieder auf den Kochlehrling ummünze und ich sage, okay, pass auf, um 8 ist zum Anfangen, kommt um 5 nach 8, sage ich, du, was ist los? Ist der Wecker hin oder gefreut's dir nicht? So. Dann gebe ich ihm leichte Aufgaben. Die roten Zwiebeln in den gelben Topf. Fertig, bis der voll ist. Ganz einfach und mit einfachen, strukturierten Aufgaben kann die Person dann wachsen. Und genauso ist es beim Hund. Mein Hund funktioniert nur deswegen so gut, weil die weiß, wenn irgendwas ist, das macht schon der Alte. Alles okay. Einer geht hinlegen, bis er was anderes sagt, dann wieder mitgehen. Darum funktioniert das gut. Und da können Hunde extrem selbstbewusst werden und Sicherheit aufbauen. Speziell bei unsicheren Hunden, die haben bei mir sehr, sehr straffe Strukturen, damit der null Eigenverantwortung hat. Das ist immer das Beste. Leuchtet total ein. Es leuchtet total ein. Es klingt immer, wenn du es erzählst, nach einer Heidenarbeit.
Nein, ist aber gar nicht. Es ist wahrscheinlich wirklich nur, jetzt sind wir wieder beim Anfang, konsequentes Training. Ja, ich sage ihm, ich trainiere immer oder nie. Es ist beides das Gleiche, weil du kannst, was der Hund nicht versteht, was viele Menschen machen, du kannst nicht sagen, am Montag, weil ich jetzt zum Arbeiten anfange oder wie auch immer, bin ich nicht so gut drauf, jetzt ärgert es mich, wenn er an der Leine zieht oder nicht gleich Sitz macht. Und am Freitag, am Abend nach dem vierten Aperitif sage ich, na ja, ist eh so brav, ich darf auf der Bank sitzen und kriegt der Grissini. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, der Hund braucht einfach eine Struktur und ich kann nicht sagen, ich trainiere Mittwoch oder Montag, Mittwoch, Freitag jeweils eine Stunde, da bin ich genau und im Alltag nicht, weil es nicht Training. Das hilft nicht. Darum sage ich, du trainierst immer oder nie. Mhm. Es ist immer das Gleiche. Ich trainiere nie, ich setze mir meine Sachen durch, ja, weil der Hund schon trainiert ist. Der Hund weiß, was Sitz ist, was Fuß ist, das weiß die alles. Und jetzt setze ich die Sachen einfach nur um. So wie im Restaurant, da will ich, dass die da liegt, dann passt das auch. Wenn die aufsteht oder irgendwie was anders machen wird, nehme ich die und korrigiere die wieder ins Platz. Mhm. Vielleicht jetzt zum Abschluss noch ein bisschen ein lebendes Beispiel für Menschen, die das jetzt hören und sich denken, gut, vielleicht nehme ich meinen Hund doch einmal mit ins Kaffeehaus. Ja. Und der mag aber nicht am Boden sitzen, der sitzt am liebsten immer nur auf meinem Schoß oder auf der Couch oder auf der Bank, wo auch immer, oder auf dem Jackerl, das man am Sessel hat. Mhm. Wie fängt man dann am besten an? Also das heißt, man geht ins Kaffeehaus und lässt den Hund einmal unten, der denkt sich, was ist jetzt los? Ich bin mein Lebtag noch nie am Boden gesessen. Mhm. Wie kriege ich ihn da rein, dass er sich da wohlfühlt? Prinzipiell ist es so, dass das die falsche Herangehensweise ist, dass ich sage, nein, jetzt habe ich den Podcast hier, jetzt nehme ich ihn einmal mit ins Kaffeehaus, obwohl ich den nicht an der Leine gehen kann und nicht Platz machen kann. Ich vergleiche das immer, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, mit dem Pianisten, der sagt, oder kein Pianist, sondern ich sage jetzt, ich will Klavierspielen anfangen. Jetzt kaufe ich mir einen Konzertflügel und schreibe in Wien ein Konzert aus. Der Hundeflo gibt ein Pianokonzert. So. Schönes Bild, ja. Setz mich dann auf die Bühne und fange auf der Bühne zum Klavierlernen an. Okay? Ich fange auf der Bühne irgendwie an, die Noten zu machen. Da sagt jeder, sag einmal, hat der einen Vogel oder ist das jetzt die moderne Kunst? Und genauso ist es beim Hund. Du kannst ja nicht in der Situation dem Hund beibringen, jetzt ist aber Leinen und liegen bleiben gefragt, wo die Ablenkung so groß ist. Das heißt, die Voraussetzung ist einmal, dass der Hund draußen, von mir aus auf dem Deckel, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist sogar positiv, auf dem Deckel bleibt er liegen, draußen. Einfach einmal daheim oder einmal im Alltag. Nimm das Deckel mit, leg es in die Wiesen, leg den Hund hin und fang an, dass du den Hund ablenkst, dass du ihn auch mal lockst, der darf aber nicht aufstehen, mal klatschen, dass er herkommt. Mhm. Weil das sind Dinge, die passieren im Kaffeehaus. Du bist da, du liegst und dann kommt er her und sagt, ja, du bist ja braver, bist ja lieber. Und du musst den Hund halt besser erziehen, als die Menschen Anstand und Hausverstand haben. Weil sonst fällt er schon unangenehm auf. Das heißt, wenn dein Hund an der Leine geht, super Platz bleibt, dann gehst du ins Kaffeehaus. Und dann ist das ja kein Problem mehr oder Thema, dass er auf die Bank will. Weil dann lernt er ja schon unten zu liegen. Wie gesagt, jeder muss das selber wissen, ob der auf die Bank darf oder nicht. Ich bin kein Freund davon, weil der Hund kein Mensch ist. Ich werde jetzt mit der Erziehung nicht so viel machen, aber es ist einfach ätzend, wenn du da bist und dann stupst sie dir und ist lästig und auch fürs Umfeld. Es macht einfach ein schlechtes Bild auf den Hund, also für den Hundebesitzer. Ja. Aber es gibt ja Hoffnung, all das, was du erzählst, dass man mit dem Hund ins Café ausgehen kann sowieso. Und der Hund sich wohlfühlt. Die Todi zeigt uns das gerade wirklich die letzte halbe Stunde. Schlaft sich da unten irgendwie gemütlich einen weg, genießt ihre Zeit. Ich glaube, wir machen jetzt an dieser Stelle wieder mal einen Punkt, lieber Frau. Mhm, gern. Und wir wären ja nicht der etwas andere Podcast, hätten wir nicht am Ende immer unseren Mythenmontag. Den kennt man ja schon, wenn man deiner Instagram-Seite folgt. Genau, dann packst du montags immer eine Mythe aus oder einen Mythos. Und man glaubt es kaum, sie gehen dir nicht aus. Nein, sie gehen echt nicht aus. Das ist unglaublich. Ja gut, du wirst wahrscheinlich auch in all deinen Erfahrungen immer wieder Menschen treffen, die dir wieder was Neues erzählen, oder? Ist oft so, ja genau. Kommen sie immer mit irgendeinem Mythos und manche haben wir schon gehabt und manche sind neu, manche sind so schräg, dass ich's mir gar nicht bringen trau. Na, vielleicht haben wir mal eine Folge mit den Mythen, die du dir normalerweise nicht so bringen traust. nein, aber jetzt haben wir, würde ich hier am Ende dieser Folge, wo es um den leicht verzogenen Hund geht, gerne nochmal das Thema ansprechen, ob das stimmt, dass wenn man dem Hund einmal was zum Tisch gibt, er dann lernt, wirklich aktiv zu betteln, weil er weiß, wenn er seine Augen lieb aufsetzt, bekommt er immer was zum Tisch. Also prinzipiell ist es so, ich habe vorher erklärt, dass mein Hund auch ab und zu was vom Tisch kriegt, aber im Normalfall bin ich nicht so dafür, weil die meisten machen das falsch.
Das Problem ist das, ist immer, wie du das machst. Wenn du jetzt hergehst und dein Hund sitzt und schaut dich an und du gibst ihm Futter und jedes Mal, wenn der anschaut, gibst du ihm das Futter, lernst du natürlich zu betteln. Das ist ganz sicher so. Und da reichen bei manchen Hunden 3 Happen, dass der sagt, alles klar, der sitzt neben dir und speichelt sich ab und bettelt und kratzt dich mit der Tatze, bis du irgendwas gibst. Und der Mensch denkt dann wieder, na, damit, jetzt ist aber genug. Das ist der Klassiker. Der kratzt und bettelt und dann geben sie ihm, so, dann erklären sie ihm, das ist jetzt aber das letzte Stück und geben ihm, jetzt ist aber genug. Und dann sagen die Leute, ob das der, ich hab nichts mehr, als ob der Hund das versteht wird. Gell? Wenn du das wirklich machen willst, dann empfehle ich dem Hund, was zu geben. Prinzipiell gehört der Hund nicht mit zu einem Essen gefüttert, das gehört auch mal gesagt, aber dann empfehle ich dem Hund, etwas zu geben, wenn er nicht damit rechnet. Das ist immer das, was am besten ist, oder einfach das zu unterlassen. Also ich bin jetzt kein Freund davon. Wie gesagt, ich mache es selber, ist nicht für einen Hund, ist rein für einen Menschen. Aber dazu stehe ich ja und ja, ich habe das auch ganz gut im Griff soweit. Sehr schön. Ja, dann hoffen wir, dass unsere Hörerinnen und Hörer da jetzt was gelernt haben. Ja, schau mal. Und bedanke mich mal wieder für eine super spannende Folge. Schön, dass ihr mit mir im Café aus wart. Danke, war nett, gell? Und an dieser Stelle auch bitte gerne alle weiteren Infos natürlich immer unserer Instagram-Seite folgen, Servus Magazin. Aber auch dieses Mal haben wir wieder tolle Reels produziert, schöne Videos zu bestimmten Themen rund um die Hundeerziehung. Die findet man dann ebenfalls auf unserer Instagram-Seite. Wir nehmen auch gerne eine Bewertung an in allen gängigen Podcast-Stores wie Spotify oder Apple Podcast. Und ja, freuen uns auf die nächste Folge. Genau. Ja, danke, Flo. Dankeschön. Ciao.